Verehrte Zuschauer, am heutigen Volkstrauertag zeigen wir Ihnen nun noch einmal einen Filmklassiker. Einen der bedeutendsten Filme Hollywoods, den außerhalb unseres Landes bisher kaum jemand in seiner Urfassung gesehen hat. Im Westen nichts Neues, nach dem Roman von Erich Maria Remarque. Kein Werk in der Geschichte des internationalen Films wurde von Anfang an so bekämpft und zensiert, so gekürzt, verändert, verstümmelt und immer wieder verboten. In mehrjähriger Arbeit hat das ZDF im Westen nichts Neues rekonstruiert. Und unser besonderer Dank gilt auch heute all jenen, die daran mitgeholfen haben. In den USA, in Großbritannien, der DDR und bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. In Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, der vor 70 Jahren zu Ende ging, und zum Gedenken an die Opfer aller Kriege sehen Sie nun die vollständige Fassung von Im Westen nichts Neues.